Die Atomkatastrophe von Fukushima war vorhersehbar und vermeidbar, so lautet das Urteil einer unabhängigen japanischen Untersuchungskommission. Sicherheitsmängel, Fehlentscheidungen und Missmanagement haben demnach zu der schlimmsten nuklearen Katastrophe seit Tschernobyl geführt. Schuld sei unter anderem das enge Beziehungsgeflecht zwischen Politik und Atomindustrie. Im März 2011 hatte ein Erdbeben und ein Tsunami die Atomanlage Fukushima getroffen. In mehreren Reaktoren kam es zu Kernschmelzen. Ein Super-GAU zum Nachlesen. Auf 640 Seiten hat die Untersuchungskommission das Unglück im AKW Fukushima Daiichi festgehalten. 6 Monate lang hatten die Parlamentarier recherchiert, mehr als 1000 Zeitzeugen befragt. Dieser Bericht wird heute dem Parlament übergeben, allerdings ist er auch für die Menschen in unserem Land gedacht, damit alle wissen, was in Fukushima passiert ist. Das schwere Erdbeben, der massive Tsunami vom 11. März 2011, dass auch das AKW Fukushima Daiichi in den Fluten untergeht, aber hätte vermieden werden können, stellt der Untersuchungsbericht fest. Er legt schonungslos offen, wie jahrzehntelange Klüngelei zwischen AKW-Betreibern, Atomaufsicht und Regierung den Super-GAU erst ermöglicht haben. So habe TEPCO zwar von der Erdbeben- und Tsunami-Gefahr gewusst, seine Kraftwerke aber nie nachgerüstet. Auch Japans früherer Premierminister Kan steht in der Kritik, er habe sich zu sehr eingemischt und die Rettungsarbeiten in Fukushima behindert. So habe Kan gefordert, TEPCO-Arbeiter über 60 in den Einsatz nach Fukushima zu schicken. Sie sollten, wenn nötig, ihr Leben riskieren, wie auch er sein Leben opfern würde. Auch den letzten Sicherheitsmythos der Atomlobby greift der Fukushima-Bericht an, denn nicht erst der Tsunami, sondern schon das Erdbeben habe die Reaktoren von Fukushima beschädigt. Kritiker fürchten, auch alle anderen japanischen Atomkraftwerke könnten ähnlich erdbebengefährdet sein. Das AKW Oi im Westen Japans hat heute erstmals wieder Atomstrom geliefert.